Hi Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise Sunbreak im Post-Game im Master Rank 6 quasi. Nachdem der Abspann durchgelaufen ist und wir das Biest aus der Tiefe, dessen Namen ich natürlich schon wieder vergessen habe, besiegt haben. Ich habe auch schon mal nachgeguckt. Es ist tatsächlich so, dass die Erfahrung, die wir bisher gesammelt haben, nicht gebunkert wurde und jetzt aufaddiert wurde, sondern das geht jetzt erst los. Das heißt, wenn wir jetzt Master Rank 10 erreichen und die Upgrade-Quest oder die Freischalt-Quest für den nächsten Master Rank noch nicht machen, wir zumindest die Erfahrung der Quest, die wir machen, auf, wenn wir Stufe 10 erreicht haben, aufgespart. Und wenn wir dann Stufe 10 plus freischalten, wird man wahrscheinlich direkt ein paar Master Ranks aufleveln. Ich habe mir auch mal Rüstungen angeguckt, die ich mir so machen möchte. Wir werden, glaube ich, noch eine ganze Weile mit unserer aktuellen Rüstung hier rumlaufen. Deswegen verbessere ich die auch nochmal. Hier wie immer mit den schweren Rüstkugeln, soweit es geht. Und dann muss ich mal gucken. Ich werde mit Sicherheit auch mal, es gibt ja diesen neuen Skill, Dereliction, der halt mit diesen rumfliegenden Kurios um einen, und je höher die stacken, desto mehr Schaden macht man. Sie saugen aber einem auch Leben ab, wo man mit so diversen Effekten gegenarbeiten sollte. Da weiß ich noch nicht so recht, ob ich da Bock drauf habe. Ich werde es, glaube ich, mal ausprobieren, aber vielleicht auch eher zwischen den Parts, weil mein primärer Fokus ist es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir eigentlich eine Rüstung zusammengestellt ohne diesen Effekt, aber das Problem da ist, da brauche ich Sachen von Gold-Ratian und Silber-Ratalos für. Und die sind ja erst mit so einem Content-Patch reingepatcht worden. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis ich die beiden Kollegen zu Gesicht bekomme. Dann wird das Spiel wahrscheinlich auch schon fast vorüber sein. Beziehungsweise im Moment ist es, glaube ich, der letzte Content, so ungefähr. Aber mal gucken, solange wie ich spiele, vielleicht erscheinen ja noch Patches und mit neuen Monstern danach. Dann würde ich es auf jeden Fall bei diesem Monster noch ein bisschen spielen, das neue Set. So, genau, ich hatte auch mal geguckt, mit dem neuen Set würde ich wahrscheinlich auch auf die Tigrex-Waffe umswitchen wollen. Ich habe die auch schon mal bis hierhin gebaut. Man sieht auch, die ist ganz geil. Die hat relativ hohen Schaden, aber auch minus 20% Crit. Ich glaube, sie hat auf der nächsten Stufe, die man hier bauen kann, glaube ich, noch mal mehr Schaden und ein bisschen weniger Minus-Affinität. Ich glaube, minus 15% oder so. Die ist auf jeden Fall ganz nett. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was man machen muss. Man sieht hier diese Waffenstufe, die ist komplett noch unsichtbar. Da fehlen uns anscheinend noch irgendwelche Materialien für, um die überhaupt noch sichtbar zu machen. Also mal gucken, wann das mal kommen wird. Wo ist denn meine aktuelle Waffe hier? Genau, hier sieht man es im Prinzip. Der gleiche Fall. Es gibt auch noch ein Upgrade. Ich weiß aber auch nicht, was dafür nötig ist, um das zu tun. So, wir haben aber unsere Rüstung soweit verbessert, ne? Genau. Damit sind wir eigentlich erstmal wieder gut vorbereitet für das, was wir so vorhaben. Beziehungsweise das, was wir jetzt erstmal vorhaben. Dafür brauchen wir eigentlich überhaupt keine Vorbereitung. Ich will mal eben diese beiden Sammelanfragen erledigen. Schwarzer Höllenjäger-Hinweis, liefere ein Premium-Wyvern-Ei ab und ein tolles Geschenk für Buddies. Liefere ein Exemplar antikes Geschirr ab. Das will ich mal eben außerhalb von Quests machen. Ich glaube, es dauert auch gar nicht so lang. Und das machen wir am besten in einer Expedition. Wir fangen mal mit diesem antiken Geschirr an. Oh wow, hier ist auch ein neuer Ladebildschirm, oder? Es sieht irgendwie anders aus. Oder habe ich diesen abgerissenen Teil da links nur noch nie gesehen? Ich weiß nicht, sah mir auf jeden Fall. Ja, aber das hier kenne ich wiederum. Vielleicht habe ich auch nie so drauf geachtet. Ich weiß es nicht. Genau, dieses antike Geschirr. Das ist auch was, wo ich mich schon mal gewundert habe. Also es sind einfach diese Dinger, die man für Punkte sammelt. Und das sind unter anderem diese kleinen Truhen hier, wo ich mich auch schon gewundert habe, warum das explizit so kleine Truhen sind. Und dass da nichts Besonderes drin ist, außer Punkte. Aber hier kann tatsächlich dieses antike Geschirr drin sein, was wir für diese Nebenquest brauchen. Da ist es auch schon erledigt. Anfrage erledigt. Einmal antikes Geschirr und einmal benutztes Geschirr rausgeholt. Nice. Das ging deutlich schneller als gedacht. Das war eigentlich fast schon ein bisschen unglücklich gewesen, glaube ich. Das war es beim ersten Mal, als wir diese Kiste geplündert haben, nicht direkt rausgezogen haben. Ansonsten, auf der Map stehen noch mehr von diesen Kisten hier rum. Aus jeder Kiste kann man es halt rausziehen. Und dann ist es auch im Prinzip schon geschafft. Dann können wir das jetzt, glaube ich, abgeben. Und soweit ich weiß, schaltet das eine neue Buddy-Rüstung frei. Die wir uns vielleicht auch gönnen, weil die soll gar nicht so schlecht sein, wie ich das gesehen habe. Ich habe mich ein bisschen gespoilert, was diese
Sammelquests angeht. So, wer wollte das haben? Beim Kommandoposten. Ach ja, diese Katze, die hier oben drauf sitzt. Ihr höchst beeindruckend, Jägerin. Da du den Schatz gebracht hast, darfst du jetzt die Spezialausrüstung herstellen. Schau einfach beim Buddy-Schmied vorbei. Dort wartet sie auf dich. Deine Palikus werden begeistert sein. Ich hoffe, du wirst weiterhin deine Palikus mit gerechter Hand lenken. Leichter gesagt als getan. Ein tolles Geschenk für Buddies erledigt. Und ein Miniauch-Set und ein Ritter-Set. So, das war mal Anfrage Nummer 1. Um Palico-Ausrüstungsmanagement kümmern wir uns gleich. Jetzt machen wir eben Anfrage Nummer 2 mit diesem Premium Wyvern-Ei. Dafür müssen wir in... Achso, in den Dschungel. Hätte ich mal oben rumgehen sollen. Ist, glaube ich, auch gar nicht so schwierig. Gott sei Dank ist dieses Ei gar nicht so weit von unserer Truhe am Anfang weg, wo man es hinbringen muss. Das habe ich auch schon, oh, Entschuldigung, bin immer noch ein bisschen erkältet, deutlich schlimmer erlebt, dass man das Ei quasi über die ganze Map transportieren musste. Inklusive großer Monster etc. dazwischen. Jo, aber im Prinzip muss man eigentlich nur dieses Gebiet hier überqueren. Und dann hat man es auch schon geschafft. War es nicht hier? Oder war es noch eine Höhle weiter? Gab es noch nicht noch eine zweite Höhle? Ah, es könnte auch hier gewesen sein. Auf jeden Fall, genau, man muss gleich im Prinzip nur die drei überqueren. So hatte ich es, glaube ich, gesehen. Klar, hier laufen so ein paar kleinere Biester rum. Genau, das ist das Premium-Wyvern-Ei. Und ich glaube, genau, man kann auch seine Seilkäfer benutzen, ne? Nur rollen sollte man nicht. Vielleicht sollte ich mir die Seilkäfer auch mal aufbewahren. Falls so ein kleines Viech hier auf mich aufmerksam wird. Hallo, Controller? Mein neuer Controller ist übrigens in der Packstation, Leute. Den muss ich gleich mal abholen. So, wo war jetzt hier der Durchgang gewesen? War denn? Ach so, doch hier. Man sieht ihn nur so schlecht auf Entfernung. Ich wollte gerade sagen, er war doch genau gegenüber von diesem zweiten Höhleneingang gewesen. So, wenn wir uns jetzt ganz geschickt anstellen, können wir einfach, glaube ich, hier rüber springen. Und kurz vor unten nochmal sippen. Und schon haben wir das Ei in Sicherheit an die Kiste gebracht. Ist, glaube ich, auch eine ganz gute Möglichkeit. Genau, es gibt 2100 Punkte. Falls man wirklich mal knapp an Punkte sein sollte, könnte man so, glaube ich, auch ganz gut Punkte farmen. Weil es echt nicht so weit ist. Aber damit haben wir auch diese Lieferanfrage jetzt erledigt. Und dann würde ich sagen, können wir uns noch mal eben ein bisschen um Palico-Ausrüstung kümmern und dann machen wir auf jeden Fall auch noch eine richtige Jagd hier, sonst wäre der Part ja auch ein bisschen langweilig, ne? Ich habe zwischendurch auch mal mich ein bisschen am Talisman-Crafting probiert. So, zeige ich gleich. Und auch einen ganz netten Talisman tatsächlich rausgezogen, wie ich finde. Oder ein paar ganz nette. Klingt, als hätte ich in Zukunft ein großes Omelett. Gute Arbeit, Bohnenstange. Vielleicht verdienst du Respekt. Wahaha. Ich habe dem schönen Rohstoff in der Waffenschmiede bereits mitgeteilt, wie sie deine Waffe verbessern kann. Ein Mann, ein Wort. Und wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest. Ich muss Elgado beschützen, aber zuerst mehr. Dango, Buha. Ach, scheiße. Schwarzer Höllenjäger-Hinweis erledigt. Und wir können jetzt einen Gargwa-Hammer plus machen. Sehr nice. Ich wollte mir auch nochmal Dangos angeguckt haben zwischen den Parts. Habe ich auch nicht gemacht. Ausrüstung verwalten, Dekorationen anbringen. So. Oh ne, hier sieht man es gar nicht. Ach ne, Talismane, Entschuldigung. Talismane. Ach so, hier sieht man es auch nicht so gut. Warum habe ich denn noch so viele? Ich dachte, ich hätte gar nicht so viele. Ich habe ja aktuell einen an, glaube ich. Ne? Ausrüstung verwalten. Donner-Talisman, genau, der hat schnelles Wegstecken, Max und einen Zweier-Slot drauf. Der ist eigentlich tatsächlich, dafür, dass es noch einer aus Rise ist, von den alten Talismanen quasi, tatsächlich ganz nett. Reinkarnation. Wenn man hier mal guckt, Angriffsbonus, Zweier-Slot, okay, ist nett. Ist jetzt nicht überragend, habe ich aber mal behalten. Kritischer Blick, 2 und nochmal ein Zweier-Slot drauf. Das heißt, allein mit diesem Talisman kriege ich kritischer Blick auf Stufe 3. Das brauche ich auch für mein neues Set. Der ist ganz geil. Hier auch nochmal schnelles Schärfen. Max und noch ein 4er-Slot drauf. Ist auch ganz geil. Schnelles Wegstecken. Stufe 2 und ein 4er-Slot drauf. Ist auch ganz nett für meine Builds. Bestrafender Zug und 2x2er-Slots und ein 1er-Slot drauf. Fand ich irgendwie auch ganz nett. Schnelles Schärfen. 2x2er-Slots noch drauf. Das fand ich insgesamt alles irgendwie ganz okay. Und hab's deswegen mal als zum Markieren behalten. Palico-Ausrüstung. So, 230, 225.
Und eine ganz nette Waffe dabei mit Affinität und relativ hohem Angriff. Man sieht hier das Erzdämon-Set von dem Endmob, den wir gemacht haben. Wahrscheinlich ist es auch nicht so schlecht, aber es hat halt ein Drachending und eins mit weniger. Ich mach mal das komplette Set hiervon. Ja, rüst es mal aus, Katze. Machen wir mal das Fliegen-Outfit weg. Oh, jetzt muss ich tatsächlich Malzeno. Ne, Malzeno ist gar nicht so schlimm. Okay, Malzeno-Teile geht ja sogar noch. Wie viel brauche ich? Hat das jetzt gereicht? Ne, das hat einen Rest gegeben. Ja, hat das doch gereicht? Wie viele Reste braucht ihr denn? Ach so, eins nur. So, und ich glaube, geiles Outfit. Ich glaube, für unseren Palamute, glaube ich, fast rüsten wir das gleiche. Es ist ja immer relativ synchron. Muss ich auch schon wieder irgendwas Malzeno-mäßiges für klein machen? Ja, komm. Das, wovon wir viel haben, können wir mal klein machen. Ja, ausrüsten. Ich weiß gar nicht, was wir vorher so an Armor hatten. Es ist auf jeden Fall sowohl vom Angriff als auch vom Armor her besser. Von daher haben wir auch unsere Palamutes mal wieder aktualisiert. Jetzt sehen sie allerdings relativ unspektakulär aus. Haben einfach so ein Königsoutfit an. Macht aber nichts. Ach so, genau. Und ich habe auch zwischendurch mal neue Drogen nachgebraut. Da sind wir jetzt allerdings was ist mir nochmal ausgegangen? Das Zeugs, was man nur von den Katsus normalerweise kriegt. Da wollte ich jetzt mal wieder ein bisschen auf das nachgucken. Dass wir uns das mal wieder kaufen. So, der ultimative Kampf. Erjage zwei Rajans. Master Rank 6. Ja, würde ich sagen, legen wir jetzt so los. Und dann bin ich mal gespannt, wie schnell wir im Master Rank steigen. Und was es mit diesen Waffen auf sich hat. Wie man diese Waffenlevel noch freischaltet. Wir könnten nochmal gerade gucken. Gegen zwei Rajans. Ich gehe mal davon aus, auch das wird jetzt wieder reinhauen, Master Rank 6. Was ist ein Rajang? Eine Reißzahnbestie. Da muss ich doch glatt nochmal gucken. Ausrüstung verwalten. Dekoration anbringen. Anti-Drachen-Juwel. Gegen Reißzahn-Wyvern. Was war ja eine Reißzahnbestie? Gab es da auch ein Juwel für? Ich hab's schon wieder vergessen, Leute. Rajan, Reißzahnbestie. Komm, gucken wir mal eben beim Schmied. Dekorationen. Randale-Dekorationen. Ach so, ich könnte jetzt auch einfach das hier draufnehmen. Auch nochmal als... Ja, auf keinen Fall das Juwel. Als Universal Randale-Fähigkeit. Ich wollte nur mal gucken, ob das gegen die Reißzahnbestien auch noch gibt. Könnte man dann auch noch mal machen. Beim Blocken wird etwas Stärke wieder hergestellt. Wo war denn unser Anti-Drachen-Juwel? Genau. Gegen Reißzahnbestien. Aber komm, stellen wir uns auch noch mal her. 8 Zuros-Zeugs. So, und dann haben wir auf jeden Fall schon mal 3 Juwelen zur Auswahl. Einmal so ein Generaljuwel, was eigentlich gegen jedes Viech wirkt. Die Frage ist dann halt nur, das müsste ich dann auch nochmal nachgucken, ob mich dann die Spezialjuwelen gegen Wyvern zum Beispiel oder gegen Reißzahnbestien doch stärker sind. Ach so, ach, das braucht einen Dreier-Slot. Wir haben sogar nur einen Zweier- Randale-Slot. Okay, da müssen wir doch sowieso nur gerade mit den Spezialdingern hier kämpfen. Ja, dann machen wir das doch, würde ich sagen. Dann kann es auch schon losgehen. Der ultimative Kampf, Rajang im Flugwald gesichtet und es sind zwei davon. Oh Mann, ich werde Rajang sehen, ich werde... Hey, worauf wartest du? Gehen wir zu ihnen, schauen wir uns ein paar Rajang an, kindische Forscher. Okay, okay. Ja, gut, es sind zwei Rajang, gut, dass wir auch nochmal unser Juwel getauscht haben. Irgendwie hat es jetzt alles ein neues Branding, oder? Das Startzeichen
Vielleicht war das auch am Ladebildschirm von uns anders. Das kommt mir jetzt alles so Feuer gebrandet vor auf einmal, oder? Kann das sein, seit wir jetzt quasi die Hauptstory abgeschlossen haben? So, sie laufen beide da rechts oben rum. Mit einem müssen wir logischerweise anfangen. Mal gucken, wer uns zuerst über den Weg läuft. Den würde ich dann auch markieren wollen. Damit wir nicht zwischendurch die Rajangs tauschen. Damit wir irgendwann mal vor allem Ruhe haben. Achso, ich glaube, ich hätte gar nicht abspringen müssen. Das schafft man ja normalerweise so. Ja, und ich glaube, wenn wir hier die Treppe raufgerannt sind, dann sind wir auch ganz gut ausgestattet. Mit dem Doppel-Irlitz. Genau, sieht doch schon ganz gut aus. Nehmen wir uns die Knallkröte hier noch mit. Aber ein Rajang wegzuknallen dürfte auch schwierig werden. Es ist so agil, wie der immer ist und so wieder rumhüpft. Ich habe eigentlich gerade mal hier gedrückt, dass wir aufsteigen wollen. Es hat anscheinend irgendwie nicht so richtig gewirkt. So, und der Rajang. Oh, scheiße, wir sind ihm quasi auf den Dads gefallen. Er ist groß, oder? Meine ich das nur? Ach, komm. Ja, klar. Er hüpft wieder weg und ich lande mit meiner Endanimation natürlich in seinem Strahl. Ah, guck mal hier, das können wir auch nochmal mitnehmen. So, können wir ihn jetzt mal bitte erwischen? Danke, zweimal. So, ich schwöre dir, Alter, wenn wir unsere Waffe rot haben, wir haben sie gerade mal weiß, dann werde ich dir einen Knallfrosch reinjagen. Freust du dich schon drauf? Ich mir auf jeden Fall. Ach komm, ich wollte nicht die Wand hoch. Ja, und er wird golden. Wir freuen uns alle über einen goldenen Rajang. So. Ich wollte gerade sagen, so, jetzt haben wir nicht unsere Waffe rot und er springt wieder. Nein, komm, lass es doch sein. Lass es doch bitte sein. Und er springt wieder genau über uns drüber, ist es so klar. Ja, ich weiß, ich komme nicht weg. Ich kann mich immer noch nicht bewegen, ne? Boah. Wenn man es hier nicht schafft, sich rechtzeitig wegzurollen, ohne Witz, wird man von ihm mit einem Move ins Nirvana geprügelt. Trotz Max Life. Ach, ey Junge, ernsthaft. Oh, ich bin gestunt. So, ich würde jetzt gerne auch mal irgendwie zum Zug kommen. Ist es wohl drin? Jetzt schwanke ich hier wieder rum. So, aber jetzt, oder? Jetzt aber, jawohl, rote Waffe, Affen, stark. Komm. Bam, jawohl. Abgelegt, mein Freund. Jetzt kannst du mal sehen, was hier eine Hake ist. Ich schwör's dir, Alter. So, 1000 Schaden plus. Was sagst du dazu? Sehr beeindruckt wahrscheinlich. So, wenigstens haben wir jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen Schaden machen können. So, jetzt sind wir auch ganz voll. Ist er hier hin? Ja. Da ist er. Und das neue Set, was ich mir irgendwann bauen würde, auch, weil die T-Grex-Waffe, bei der wir komischerweise Handicraft nicht, also dass man den Schärfebalken verlängert, und da die sonst nicht so einen langen lila und weißen Balken hat, würde ich bei der jetzt tatsächlich mal auf diese Schutzpolitur gehen. Das heißt, dass die Stärke nicht abnimmt direkt nach dem Schärfen. Und halt schnell schärfen. Das heißt, dass ich im Kampf auch immer super schnell nachschärfen kann und dann, wenn dann geschärft ist, kann die Politur oder die Schärfe 90 Sekunden lang nicht mehr reduziert werden. Da muss man alle 90 Sekunden schnell nachschärfen und ist quasi immer auf Max-Affinität. So weit wäre zumindest der Plan. Ich hoffe, der geht auf. Aber wie gesagt, es wird noch dauern, bis wir uns dieses Set basteln. Ansonsten auch Vogelflüsterer dabei, Schnellziehen dabei, Maximum Might, nicht Maximum Might, hier Schwächevorteil,
Crit Boost, Crit Eye, alles, was man für schönen Max Damage so braucht halt. Aua. Ja, zwei von dieser Sorte. Das ist super angenehm. Da freue ich mich drauf, noch einen zweiten Rajang hier nachmachen zu dürfen. Boah. So, er ist wieder schwatt. Er ist an Ort und Stelle gefesselt. Ins Gesicht, mein Freund. Ins Gesicht. Boah, komplett dran vorbei. Wie kann das sein? Ohne Witz. So. Boah, vor allen Dingen erwischt er mich. Nein, in seinem Ohr gestunt. Aber wenigstens ist... Nein, er ist deutlich schneller fertig, als ich aus meinem Stun raus bin, glaube ich. Ich habe so gerade überlebt. Jetzt lass das sein, Rajang. Lass mich in Ruhe. So, ich bin wieder am Start, mein Freund. Fast zumindest. Klar. Weißt du, er schafft es, mich rückwärts umzurennen, ohne dass ich ihn vorher treffen kann. Es ist manchmal echt so frech. Oh, wir können ihn reiten. Nice, und wir haben noch lila Schärfe und sind gerade erst rot geworden. Besser wäre gewesen, wenn wir noch in Seite... Achso, ich hätte mal irgendwo hinrennen können, wo die Wand mit Explosionsdingern bestückt ist. Naja, jetzt... Ist zu spät. So, und jetzt zumindest mit lila Schärfe am Anfang nochmal Druff hier auf den Guten. Bin mir gar nicht so sicher, wie gut ich ihn mit dem dritten Treffer getroffen habe. Und er liegt schon wieder, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Irgendwas hat ihn schon wieder umgenutzt. Will ich mich aber auch nicht beschweren. Wo sind wir? Komm mal hier mal irgendwie weg. Ich sehe nichts. Schon die ersten 10 Heiltränke durch. Nice. After it. Ja, ja. Das macht mir so ein bisschen Unbehagen, dass ein neues Set und eine neue Waffe noch nicht so richtig in Reichweite ist. Also zumindest eine neue Waffe wäre mal irgendwie cool. Aber dafür müssen wir mal gucken, was man dafür tun muss. Klar, ich bin schon unter ihm durch. Und er schafft es... Ach so, scheiße, den hätte ich noch hängen lassen müssen. Und er schafft es trotzdem, mich umzuhauen. Boah, Junge, ey. Mit nach jedem Move... Kann ich mich heilen oder bin so gut wie tot, ey. Unfassbar, unfassbar. Sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Oh Gott. So, wenigstens ist er aber nicht mehr rot hier. Ja, ich glaube, ich hätte mir auch mal Demon Drugs und so reinziehen können. Den muss ich in der nächsten Pause mal machen, aber ich glaube, vom zweiten Rajang muss ich auf jeden Fall nochmal an die Hütte. Weil das gibt so, glaube ich, nichts. Junge! Komm, mach deinen Arschsprung rückwärts. Der ist super. Ich finde den echt mega. Oh, ich höre irgendwas Gepinktes. Ich weiß noch nicht, was es ist. Naja, eine Blitzfalle. Eine Blitzfalle mit roten Händen wird er auseinandernehmen, bin ich mir sicher. Das wird sich nicht lohnen, ihn dahin zu locken. Here it comes!
Ja, ich habe schon wieder keinen Käfer übrig, um mich hier wegzusippen. Wie er mich schon wieder einfach in den Händen hält. Ja, komm. Besten Dank. Ja, ich weiß, ich brauche Hilfe. Hilfe gibt's nur dummerweise gerade nicht. Vielleicht in Form von dieser Wespe hier. Danke. Gibt es hier vielleicht nochmal irgendwo einen Seilkäfer? Ey, wie kann man so biestig sein, ja? Da ist noch eine Vitalitätswespe. Oh no! Ja, das wird ja noch spaßig werden. Master Rank 6, wobei natürlich eine Doppel-Rajang-Jagd auch mal eine Ansage ist als Einstieg. So, er ist da hinten. Und er ist immer noch nicht mal fangbereit oder sowas. So, wenigstens ins Gesicht, aber ich glaube, die Rache wird folgen. Und nochmal ins Gesicht, mein Freund. Ey, komm, ich lag hinter ihm. Ich lag hinter ihm. Und auf einmal bin ich in seinen Armen, ja. Er ist nicht mehr gelb. Ja, es ist ja fast schon eine Einladung. Wir können ihn gerade zum zweiten Mal reiten. So, der zweite ist hier. Der zweite bedeutend kleinere. So, der zweite hat zwei mitgekriegt. Dann würde ich sagen, steigen wir mal um. Damit der große jetzt auch noch ein bisschen was mitkriegt. So, mein Freund. Wie gefällt dir das so? Ein Boxen nach dem anderen kriegt da rein. Komm, ich würde gerne noch einen. So, und jetzt der Britenrächer. Und ich hoffe, wir fallen nicht runter in der Zeit. Ich würde auch gerne meinen roten Waffenlevel noch ausnutzen. Aber das könnte schon wieder eng werden. Ja, doch, so gerade. Klar springt er weg, aber er ist jetzt immerhin... Wenn er keine rote Hände hat... Ah nein, es geht wohl... Nee, er bleibt dann einfach nicht lange drin. Ich wollte gerade sagen... Ja, müssen wir hier noch umkloppen. Wie lästig. Ja, klar. Ich hatte einen kurzen Moment gedacht, wir könnten ihn fangen. Aber mit roten Händen ist ihm die Elektrofalle scheißegal. Oh ja. Das ist sehr nett von dir, dass du den Strahl machst, während ich quasi neben dir stehe. Boah, Gott sei Dank. Der erste ist hinüber. Ich muss jetzt erstmal zur Base zurück. Aber immerhin, ich glaube, wir sind nicht gestorben, oder? So. Eingesammelt, was geht. Und wir frischen uns einmal auf, Freunde, für den zweiten Rajang. Nee, nicht Wechselkünste verwalten. Komm, ist gut.
So, und jetzt gönnen wir uns vor den zweiten Rajang auch nochmal diese beiden Dinger hier. So, er ist auch nicht so weit. Achso, ich hätte auch nochmal in die Truhe gehen können, ne? Ein paar Tränke wären noch drin gewesen. Naja, das muss jetzt so gehen zur Not. Brauchen wir uns noch welche nach? Und dieser Rajang war ja eh klein. Und er hat schon ein bisschen, also minimal immerhin auf den Sack bekommen. Da läuft er rum. Schwarzer Affe vor dunkler Kulisse. Ach komm, Controller, bitte. So, er macht hier auch direkt schon wieder Zirkus. Wie man es nicht anders gewohnt ist. Warum habe ich eigentlich noch keinen von diesen Katzendornen gesehen? Aus der Überraschungskapsel da. Könnte unser Kätzchen auch mal wieder machen, ne? Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. So. Das läuft doch schon mal... Oh, ein Mitsuzune läuft hierher. Ich weiß nicht, was das in unserem Kampf bedeutet. Eventuell gar nichts, weil den Mitsu... Der war nur auf der Durchreise anscheinend. Obwohl, jetzt hat man ihn doch, glaube ich, noch schreien gehört, oder? Oh ja, sie gehen aufeinander los. Sehr cool. Das dritte Ding holen wir uns gleich. Das brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Och, komm, treff ihn doch. Ah, ich hätte vorher nochmal meine Waffe auffüllen sollen. Ach, das war das, mit dem man springt im Zweifelsfall hier immer über den Gegner drüber, ne? Und eine Giftfalle liegt da auch noch. Wenn wir Pech haben, wird er jetzt nur direkt reingeschubst. Nein, unser Mitsuzune ist in die Giftfalle geschubst worden, in den Rand, und wir sind deswegen abgestiegen. Ich könnte schon wieder brechen, ja? Ist ja nicht erst, ist ja nicht gerade in die andere Richtung gerannt. Naja, wir konnten ein bisschen Schaden auf unseren Rajang machen. Aber leider nicht allzu viel. Das macht mich ein bisschen traurig, Leute. Aber mach's halt nix. Außer akzeptieren. So, aber nichtsdestotrotz, wir haben ihn bis jetzt insgesamt auch einfach viel besser erwischt als den größeren Rajang. Oh. So. Oh, 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 warum steht er direkt neben mir? Ja, klopft mal auf diesen komischen... Krebs hier rum oder was auch immer das ist. Jo, wir konzentrieren uns mal ein bisschen mehr aufs Ausweichen und nehmen die Angriffslücken mit, die sich ergeben. Oh oh. Na, dieser Plan hat gerade irgendwie an Durchsetzungskraft verloren. So, er hat sich ein bisschen abgeregt. Immerhin noch zweimal erwischt am Hintern. Und nochmal. Oh Gott, ey, wie weit kann man wegstehen? Komm, steh auf. Oh, immerhin. Einmal ins Gesicht. Aua. Lass das. Und zweimal ins Gesicht. Und nochmal ins Gesicht und hinten dran. Und ach nee, leider nicht ins Gesicht. Er ist danach immer in dieser Position, aber das Gesicht ist natürlich auch von zwei harten Händen umgeben. Was es nicht immer so einfach macht, das zu erwischen. Aua, danke. Oh,
Ja, von mir aus kriegst du noch ein paar ins Gesicht. Es ist okay für mich. Schwanz geht auch. So. Ja, ich weiß. Oh, schade. Den Schwanz hätte ich auch noch mal gerne erwischt. Dieser Rückwurfsprung immer. Na gut, wenn du es ins Gesicht haben möchtest, können wir das gerne besorgen. Da habe ich keinen Stress mit Rajan. Oh. Er ist so ein bisschen geschwächt, wenn man so hinter ihm bleibt. Ne? Da reißt er nicht mehr so viel. Oh Gott. Das sollte nicht passieren. Ja, schrei mal. Oh. Warum auch immer er das nicht direkt machen wollte. Also mein Char, diesen Move. Nichtsdestotrotz, ey, oh, gegen den ersten habe ich ordentlich aufs Maul bekommen. Gegen den zweiten läuft es dann doch irgendwie deutlich besser. Aber mal gucken, ob sich das noch ändert. Wer läuft da hinten rum? Ach, ein Goro Magala, ne? Nice. Sie bekämpfen sich. Ja, mal gucken, ob ich es damit schaffe, den Raja nochmal in Bedrängnis zu bringen, ohne in eine Giftfalle zu rennen. So. So, und nochmal. Und dann hauen wir mal raus, was wir haben mit dem Gore Magala. Auch geil, ey, auf diese riesen Viech zu reiten. Es ist einfach so cool gemacht. Uiuiui, er hat ihn nochmal leicht transportiert. Aber das ist, glaube ich, für uns okay gewesen. So, was kommt da jetzt nochmal? Wird er nochmal umgeschubst eventuell? Nee. Aber er liegt hier nochmal irgendwie komisch rum und es haut ihn gerade von einer Seite auf die andere. Kann es sein? Was geht hier schon wieder ab? So, damit ist unsere Waffe auf jeden Fall rot. Und er kriegt hier auf jeden Fall noch ein paar mit ins Gesicht. Oder woanders hin. Ist mir auch egal. Oh Gott, er macht den Rundumschwinger. So, ich hätte irgendwie die Erwartungshaltung, dass das jetzt hier bald mal blau wird, das Map-Symbol vom Rajan. Ach, naja, immerhin zwei Treffer gehabt, wenn auch nur einmal an der harten Hand quasi. Oh. Ah, auch nochmal erwischt, aber auch. Ah, nee, es war dann. Oh. Sogar noch irgendwie ganz okay gewesen. Da ist schon wieder eine Falle, aber ich denke, die bringt mir nichts, weil er schon wieder rote Hände hat. Wenn die roten Hände weggehen würden, dann würde ich ihn nochmal probieren, da reinzukriegen. Aber so bringt es mir halt gerade gar nichts. Na komm, ich wollte eigentlich da hinter ihm. Hat aber irgendwie nicht geklappt. Wo auch immer er hin will. So, er ist auch blau, aber im Moment kann ich ihn halt nicht fangen. Dafür müsste er seine roten Hände ablegen. Muss heilen, aber keine Angst, das ist Teil des Plans. Na gut, dann halt so. Zwei Rajans. Easy.
Easy peasy. Haben wir letzten gelootet? Ja, ne? So, mal gucken, wie viel Erfahrung wir hierfür kriegen und was das für unseren Master Rank Level Balken bedeutet. Und mit so einer Doppel-Rajan-Jagd schon Level machen hier am Anfang. Oder eher nicht, überleg gerade. Steigt die Erfahrung, die man pro Level braucht, bis zu einem gewissen Grad anfangs? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir werden sehen. Fluss fahren. Ding, dudung. Braves Wölfchen. Another successful hunt. So, erstmal Items. Ach so. Wir sind Master Rank neu, das heißt, wir haben direkt 3 Level gemacht, oder? Immerhin das. Dann haben wir bald schon die Anforderungen für den nächsten dringenden Quest erfüllt. Aber das werden wir uns nicht mehr jetzt anschauen, sondern beim nächsten Mal. Doch, das Bild ist doch irgendwie neu, oder? Optionale Nebenquest erfüllt, Verschmelzung abgeschlossen. Okidoki. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.